Die Amis haben Militärshow am 4. Juli gemacht. Independence Day heißt es. Da sind sie stolz drauf, dass sie eine starke Militär haben. Ja, die Militär, die hunderttausende unschuldige Menschen getötet hat. Und darauf sind die stolz. Amerika ist gebaut auf den Nacken der Indianer. Plünderer und Mörder haben das Land gebaut. Und jetzt sind sie stolz drauf auf ihr Militär und zeigen der Welt, dass sie Eier haben. Also ganz ehrlich, sie sind zu Hause hart und draußen haben sie kläglich versagt. Kläglich versagt gegen Vietnam, gegen Irak, gegen Afghanistan, Syrien, Venezuela, richtiger Flop. Die ganze Masse wird so blöd gehalten. Alle amerikanische Besatzer wollen wirklich gegen diese Armee sich anlegen. Die haben sogar vor ihrer Haustür nicht geschafft, Venezuela zu stürzen. Und sie wollen China hier, Ameisenarmee, dieses Volk von den Hunnen und Genghis Khan. Das ist unglaublich, dass man glaubt, dass man so eine Armee stürzen kann. China ist von einer anderen Welt, anderen Dimension. Schaut euch diese Militärshow an. Unglaublich. Das sind so viele Kämpfer und so gut strukturiert. Und die haben in den letzten 20, 30 Jahren nicht so große Kriege gehabt. Die haben überhaupt keine Kriege gehabt. Die sind voll da im Einsatz, wenn die Amis die attackieren. Nee, Amerika ist weg. Ich hoffe für die Amis, dass sie die nicht eingreifen. Mir tun das Volk leid. Amerikanische Volk tut mir echt leid. Schaut euch diese Macht, diese majestätische Truppe hier an. Von Panzer zu Jets und Kriegsschiffe.